Englands zweitgrößter Hafen. Eine graue, hässliche Stadt wie alle Hafenstädte der Welt. Einst wichtig als Umschlagplatz des Sklavenhandels zwischen Afrika und den Plantagen der Neuen Welt. Reich geworden unter Queen Victoria im Zuge des Atlantikverkehrs mit Dampfschiffen. Liverpool, in den letzten Jahren berüchtigt als das Chicago Englands, in jüngster Zeit berühmt geworden durch die Beatles, durch die Beat Music. Sogenannte Zwielichtzonen, Viertel des Elends, durchziehen das Stadtgebiet. Seit den schweren deutschen Luftangriffen im letzten Weltkrieg hat sich das Bild hier kaum verändert. Einen schrecklichen Albtraum nennt die englische Presse die Zustände in Liverpool. Mehr als 80.000 Häuser sind baufällig und abbruchreif. Davon 27.000 eigentlich unbewohnbar. Ganze Straßenzüge sind vom Einsturz bedroht und dennoch dicht besiedelt. Hier wächst eine Jugend auf, die nur Ratten, Trümmer und Armut kennt. In einem einzigen Jahr verzeichnete die Polizeistatistik 2248 Verbrechen, die von Jugendlichen begangen wurden. 7- bis 12-jährige Delinquenten waren dabei keine Seltenheit. Aus den Straßenspielen entwickeln sich immer wieder Kinderbanden und schließlich Gangs von Jugendlichen. Diese bedrückende Umgebung, so bestätigen es Psychologen und Soziologen, lässt in den Kindern kein Selbstbewusstsein wachsen. Schon die Kleinsten bemühen sich, Anschluss an eine Bande zu finden. Denn erst in der Mehrzahl, in der Gruppe, gewinnt der Einzelne an Bedeutung. Von der Bande zum Gang ist es dann nur ein kleiner Schritt. Mehr als die Bande muss sich ein Gang ständig auch nach außen hin beweisen. Aus Kinderstreichen werden Verbrechen. Die Hafenstadt Liverpool mit ihren 800.000 Einwohnern war immer schon ein Sammelpunkt vieler Rassen und Nationalitäten. Ein großer Teil der Bevölkerung besteht aus Iren und Walisern. Aus Westindien kamen etwa 20.000 farbige Einwanderer. Für sie alle war Liverpool die große Hoffnung. Der Hafen versprach Arbeit und Verdienst. Eine Hoffnung allerdings, die sich immer nur für kurze Zeit erfüllte. Die Konjunkturkriegsjahre hatte zu viele angelockt. Sie werden heute in den Docks am Merseyfluss nicht mehr gebraucht. Which he promised us through the scripture. In baptism we have been joined unto Christ. Auch heute noch gibt es in Liverpool Armut, mehr als im übrigen England. Krasse soziale Unterschiede, viele Verbrechen. Aber die Zahl der jugendlichen Gangster ist in den letzten Jahren merklich zurückgegangen. Wie kam das? Das angeborene Talent für Musik und Rhythmus, das der bunt gemischten Bevölkerung dieser Stadt eigen ist, machte dieses Wunder möglich. Vor 10 Jahren brachten Matrosen die ersten Rock'n'Roll-Platten aus Amerika mit. Die Jugend Liverpools war von diesem neuen Rhythmus elektrisiert. Die Jungen griffen zur Gitarre. Beatmusik war geboren, lange bevor die 4 Beatles sie um die Welt trugen. Heute klingt in jedem Viertel dieser Stadt aus über 200 Kellerlöchern Beatmusik. Ist einer der vielen Keller unter der Seal Street im Zentrum der Stadt. Die Gruppe, die heute hier spielt, nennt sich The Masterminds. George, Brian, Doug und John
sind vier typische Vertreter der Jugend von Liverpool. George Cassidy, Gitarrist bei den Masterminds. Ohne seine Gitarre ist er arbeitslos. Nur einmal in der Woche darf er mit seiner Gruppe im Blauen Engel spielen. Andere Kapellen teilen sich die übrigen Tage. George ist 19. Schon mit 15 Jahren hat er als Schiffsjunge die ganze Welt gesehen. Er wäre gern auf See geblieben, aber ein Herzanfall seines Vaters holte ihn zurück. Der alte Mr. Cassidy war Dockarbeiter. Er verlor durch die Krankheit seinen Posten. So musste also George vor 2 Jahren hier im Queen's Dock am Mercy River den Arbeitsplatz des Vaters übernehmen. Die knappe Rente des Vaters und der Verdienst der Mutter, die gelegentlich als Putzfrau im städtischen Straßenbahndepot arbeitet, reichen kaum aus, die Familie zu ernähren. Auch Georges Arbeit im Hafen hörte plötzlich auf, ein herunterfallender Kran streif ihn. Seit einem Jahr ist George für Schwerarbeit nicht mehr zu gebrauchen. Er ließ sich mit 2000 Mark abfinden. Seitdem gehört er zu dem Heer von Arbeitslosen in dieser unbarmherzigen Stadt. Sehr viele Jugendliche sind, wie George, ohne Verdienst und darauf angewiesen, auf irgendeine Weise zu Geld zu kommen. Die primitivste Methode? Man schlägt alte Damen mit Fahrradketten zusammen und nimmt ihnen die Handtasche weg. Eine andere Spezialität jugendlicher Gangster? Der berüchtigte Liverpool Kiss. Ein argloser Passant wird an den Rockaufschlägen gepackt und schnell herangezogen. Dann rammt man mit aller Kraft den Kopf in die Nase seines Opfers. George versucht jetzt einen anderen Weg, einen Weg, auf dem schon viele Gangs in Liverpool zu Musikgruppen wurden. Von seiner Abfindung kaufte er sich nicht, was die halbstarken England so fasziniert: Lederkleidung, Schlagring, Motorrad. Er legte die ganzen 2000 Mark für eine elektrische Gitarre an, ließ die Haare wachsen und wurde ein sogenannter Beat Boy. Mit Brian, Doug und John hofft er nun, durch seine Musik Anerkennung finden und vielleicht auch davon leben zu können. George Cassidy wohnt bei seinen Eltern im armen Stadtteil Dingle. Seine Adresse ist Dingle House, 1. Stock, Eingang 10C. Das Dingle House ist ein Gemeindebau aus den 20er Jahren. Wer hier wohnen muss, gibt etwas auf, was jedem Engländer heilig ist: das Recht auf ein ungestörtes Privatleben. 108 Kleinwohnungen, 18 auf jedem Stockwerk. Je 6 Familien teilen sich in eine Toilette am Außengang. Diese Wohnkasernen erlauben dem Einzelnen kein Eigenleben. Unten im Hof sitzen die arbeitslosen Männer herum. Oben am Geländer entgeht den Frauen nichts, was im Dinkelhaus vorgeht. Das enge Zusammenleben fördert den Klatsch. Man weiß, was es beim Nachbarn zum Essen gibt, mit wem das Mädchen von oben geht, wer gestern spät nach Hause gekommen ist, bei wem das Gas gesperrt wurde. Ob gut gemeint oder böse, niemand bleibt hier vom Nächsten verschont. Das ist Georges Vater, Mr. James Cassidy. Auf die Frage, was er von Georges neuer Tätigkeit hält, antwortet er: dass der George damit Millionär wird, wie sein Mitschüler, der Ringo Starr, erwarten wir gar nicht. Aber George hat uns manchmal schon 20 oder auch 30 Mark mitgebracht. Wenn er so weitermacht, muss er nicht zurück auf die Straße. Das ist das Allerwichtigste. Mrs. Rose Cassidy, Georges Mutter, meinte: wir haben auf vieles verzichten müssen, damit George seine Gitarre kaufen konnte. Ohne sie säße er vielleicht schon im Gefängnis. Gott sei Dank spielt er jetzt in seinem Keller.
Brian Slater, Gitarre und Gesang, ist Geschäftsmann bei den Masterminds und im Beruf. Er fährt im Auto seiner Firma als Schuhvertreter durch Liverpool. Übrigens darf er den großen Wagen nach Arbeit für den Transport der Gruppe und ihrer Geräte benutzen. Ihm geht es ganz gut. Er stammt aus kleinbürgerlichem Milieu, aber die Beatmusik fasziniert auch ihn. Brian ist mit 20 Jahren der Älteste der Gruppe. Er kümmert sich um die Abzahlung der Instrumente, arrangiert Proben und gelegentlich Sonderauftritte. Weil Brian gute Manieren hat, höflich ist und gut aussieht, ist er bei seinen Kunden beliebt. Seinem Geschäft zuliebe verzichtet er auf wichtige Zunftzeichen der Beat Boys. Immer korrekt angezogen, er trägt keine extrem langen Haare, er kaut die Fingernägel nicht ab, wie das so üblich ist, sondern schneidet sie mit der Schere. Seine Auftraggeber wissen aber wohl von Brians Nachtarbeit und erkundigen sich immer interessiert nach den Fortschritten der Masterminds. Brians Mutter, die verwitwete Mrs. Slater, wohnt in einem typisch englischen Vorstadthaus am Rande von North Green. Tagsüber sitzt sie an der Kasse eines Supermarktes, abends sorgt sie für ihren Sohn. Mrs. Slater freut sich über Brians Musikfanatismus, den sie derweise unterstützt. Dennoch, sie ist froh, dass ihr Sohn nicht daran denkt, seinen Beruf als Schuhverkäufer aufzugeben. Brian ist der Klügste seiner Gruppe. Er weiß, dass Beatspielen nicht zum Beruf führen kann. Ein Beatboy, so überlegt er, wird nie älter als 25. Und was dann? Noch hat Brian 5 Jahre Zeit. Bis dahin macht er im Keller mit seinen Freunden Musik. Doug Mikin, Gesang und Gitarre bei den Masterminds, 18 Jahre, ist Schweißer in einem Stahlwerk. Doug wohnt bei seinen Eltern, Gilpin Street 16, einem Reihenhaus in Dingle. Seine wenige freie Zeit widmet Doug der komplizierten technischen Seite seines Hobbys. Jede Gitarre hat einen teuren Stärker, der oft repariert werden muss. Häufig hilft Brian. Seine Mutter meint, ich bin zwar froh, dass Doug seine feste Arbeit hat, aber erst seitdem er bei den Masterminds spielt, ist er jemand geworden. John Jeskett, Drums und Schlagzeug, 17 Jahre, Elektrogehilfe, zurzeit arbeitslos. Für John bedeutet es viel, Mitglied einer Gruppe zu sein. Er ist zart und schwächlich, man hänselte ihn. Auch von seinen Arbeitgebern wurde er nie für voll genommen und immer wieder entlassen. Trotz seiner Jugend hatte er den Glauben an sich selbst verloren. Jetzt erst, da John in den Kellern von Liverpool seine Anerkennung gefunden hat, legt er Wert auf sein Äußeres. Wie alle Keller-Twins in Liverpool hat er seinen eigenen Haarschnitt entworfen. Es ist verpönt, zum Friseur zu gehen. Man mag sich über die fast Sorgfalt des Kämmens amüsieren, aber für diese Jungen ist die Frisur Selbstbestätigung und zugleich Zeichen eines Protestes. Protest gegen Vater und Mutter, gegen die Welt der Erwachsenen. John wohnt im Haus der Großmutter. Seine Mutter ist nur selten zu Besuch, sie ist gelähmt und lebt in einem Heim. Mrs. Jeskett hat von ihrem Krankenlager aus mit Sorge die Entwicklung ihres Jungen beobachtet. Jetzt merkt sie, dass er wieder an ein Ziel glaubt. Sie ist froh, dass ihr Sohn zu einer Band gehört. Im effektvollen Licht des Leuchtturms übt John gestört auf dem Dachboden des geräumigen Hauses. Niemand macht ihm und der Großmutter die große Wohnung streitig. Das Haus ist seit 7 Jahren wegen Baufälligkeit für unbewohnbar erklärt.
Die Nachbarn Johns stammen aus allen Erdteilen. Im Elend der Kingsley Road wächst schon ihre zweite und dritte Generation an. Solange John arbeitslos ist, macht er sich auf seine Weise Arbeit. Er geht täglich zur nahen Kneipe. Dort steht eine Musicbox. Sie ersetzt ihm und seinen Freunden Musikunterricht, Notenpapier und eigene Erfindungsgabe. Wir können keine Ideen schaffen, die sich nicht mit Händen darstellen lassen, bekennt einer von ihnen. Sie kennen keine Noten, haben von Komposition keine Ahnung, Schallplatten sind zu teuer. So spielt jeder für ein paar Pennies im Geiste den neuesten Hit auf seinem Instrument so lange mit, bis er ihn auswendig als nächste Nummer bringen kann. Kein Wunder also, dass man in den Kellern Liverpools meist die gleichen Stücke hört, freilich immer anders dargeboten. Auf diese Weise haben Masterminds in den letzten Jahren etwa 150 Musiknummern bearbeitet. Das Zentrum der Beat-Bewegung in Liverpool ist dies Musikladen in der Stanley Street. Kleine Raten, jetzt noch kleiner. Pay while you play, zahle während du spielst. 90% aller Käufe werden hier auf Raten getätigt. Frank Hesseys kleine Raten sind Glück und Verhängnis nicht nur für die Jungen, auch für ihre Eltern. Für ihn selbst ist die Konjunktur in Beat-Musik zum Geschäft seines Lebens geworden. Elektrische Gitarren mit Verstärker kosten heute immerhin zwischen 960 und 5000 Mark. Schlagzeug zwischen 1100 und 3000 Mark. Schon manche Mutter hat hier Kaufverträge unterschrieben, die weit über ihre Verhältnisse gingen. Den Sohn in einer Musikgruppe zu wissen, statt in einer Gangsterbande, bedeutet ihr mehr als Sparkonto und eigene Sicherheit. Wenn auch die Jungen mit rührendem Eifer versuchen, öffentliches Renommee zu gewinnen, die Chance, mit ihren Instrumenten Geld zu verdienen, ist gering. Manchmal finde ich zwar unter den Anschlägen ein offener Platz in einer Band, aber die meisten können nicht von diesem Verdienst leben und erst recht nicht alle Raten abzahlen. Geschäftsinhaber Frank Hesse sagt, ich danke dem lieben Gott jeden Abend für die Beatles und die vielen anderen. Der Umsatz in Gitarren hat sich seit 1960 verfünffacht und wächst immer mehr. Draußen überall in der Stadt wachsen die Haare. Ein Affront für die Eltern, Erwachsenen, die das schmuddelig finden und auch gefährlich. Besonders für Jungen, die an Maschinen arbeiten. Einverstanden aber sind die Mädchen, die Freundinnen. Für sie ist das alles ganz richtig. Das ist ihr Stil. Männlichkeit, finden sie, ist nicht mit kurzgeschorenem Haar identisch. Sie kommen den Jungen entgegen, sie machen mit und schneiden ihre Haare kürzer. Man trifft sich in der Mitte. Erotik wird dadurch nicht verdeckt. Aber vielleicht ist diesen Jungen und Mädchen das Gefühl der Gemeinsamkeit in der Gruppe noch wichtiger als Erotik. Die lange Frisur ist nur Zunftzeichen. Sie bedeutet keineswegs Verweichlichung. Das sind keine Muttersöhnchen. Gerade das wollen sie ja nicht sein. Aber was denken die Lehrer von Beatmusik und langen Haaren? Unterricht in der Ding School, der Volksschule, in die Ringo Starr, ältester der Beatles, noch vor kurzem gegangen ist. Direktor Kopack mag keine langen Haare. Er will sie nicht verbieten, verlangt aber, dass sie gewaschen und gepflegt werden. Die meisten dieser Kinder hier, meint der Direktor,
werden durch den Trummel schamlos ausgenutzt. Sie werden verführt, teure Instrumente zu kaufen, ungesunde Schuhe, unnütze Schallplatten und alles, was sonst noch für sie erfunden wird. Ich möchte betonen, dass die heutige Jugend im Ganzen gesehen sich gut benimmt. Ich finde, dass alles, was einen Jungen ermutigt, Musik zu machen, gefördert werden soll. Wenn sie Musik machen, sind sie nicht mehr den bedauernswerten Versuchungen der Straße ausgesetzt. Beatmusik ist für Musiklehrer Lawton nur elektrisch verstärkter Lärm. Selbst liebt Beethoven. Beethoven? Gut, aber was sagt die Mondscheinsonate diesen Jungen in Liverpool? Sie wollen selber Musik machen. Der da so mit verbissenem Ernst die Trommel bearbeitet, ist Dave, ganze 14 Jahre alt. Er und seine Freunde nennen sich die armen Raben, die Scarecrows. Sie verdienen mit ihrer Musik keinen Penny. Solch ein Satz, solche verbissene Arbeit sind ernst zu nehmen. Das gibt auch Rektor Kopack zu, bei dem die armen Raben Mathematik und englische Geschichte lernen. Von dieser Meinung lässt sich der Rektor auch nicht abbringen durch den Kettenraucher Dave, der auf den ersten Blick so sehr in das Klischee verwahrloste Jugend zu passen scheint. Diese Jungen lassen sich ihr Musikhobby etwas kosten. Früh um 4 Uhr schon hatte Dave die Morgenzeitung ausgetragen. Nach Schulschluss wäscht Autos. Sein Gitarrist Philipp, kaum älter als Dave, hilft ihm dabei. Die beiden verdienen für Waschen und Polieren pro Kopf und Auto 1,40 Mark. An sich für diese Jungen ein stattlicher Preis, aber Instrumente, selbst in der einfachen Schülerausführung, teuer. Wo sie Arbeit finden können, bieten sich diese Jungen an. Arbeitsvertrag und feste Tarife sind selten. Berufsausbildung haben nur wenige. Meist sind es Handlanger und Hilfsdienste. Tony Burns, 15 Jahre alt, trägt täglich von 6 bis 10 Uhr Brot aus. Ray Williams, 16 Jahre alt, ist Markthelfer. Arbeitszeit 2 bis 14 Stunden. Steve McLean, 17 Jahre Fleischergehilfe. Er hat einen 10-Stunden-Tag. Mittag in der City, 30 Minuten Pause für den Banklehrling Richard Barry, 14 Jahre alt. Tommy McGuire, 15 Jahre, Bote bei der Handelskammer, Dienst von 9 bis 18. Man trifft sich in der kurzen Mittagszeit vor Hesses Music Shop, bei Kartoffelchips aus der Tüte. Festangestellt ist Terry Quinn, knapp 15, Verkäufer in einem Laden für Seemannsbedarf. Nach Feierabend spielt Terry, wie alle diese Pilzköpfe, in einer Gruppe. Eine fast unlösbare Frage für die vielen Bands in Liverpool ist, wo sollen wir üben? In den Kellern tritt man sozusagen fit auf. Man zeigt, was man erreicht hat. Bis dahin muss hart trainiert werden. Aber wo? Die wenigsten Hausbesitzer und Mieter sind tolerant genug. Solche Schilder trifft man überall. Lernen verboten. Die wichtigste Figur in der Welt des Beats ist der Manager des Cavern Clubs, Bob Wooler. Er kennt alle Gruppen in der Stadt, die guten lässt er hier auftreten. Die Beatles allein haben über 200 Mal in der Cavern gespielt. Wooler ist ein vernünftiger Manager, er hält nichts von einträglichen Shows auf Kosten der jungen Leute. Ich habe nie einer Gruppe geraten, hauptberuflich zu spielen, sagt er.
Die meisten schaffen das nicht und dann kommen sie herunter in ihre Moral und in ihrem Aussehen. Aber wenn sie tagsüber arbeiten und abends Musik machen, gibt ihnen dieser Kontrast ständig neuen Auftrieb. Die Hoffnung, auf der Liste der besten 20 zu erscheinen, treibt immer neue Talente in Bob Bohlers Büro. Wem es gelingt, in der Cavern aufzutreten, der hat eine reelle Chance, mit seiner Musik in Liverpool und Umgebung Geld zu verdienen. Der Cavern Club liegt in der Matthew Street, eine finstere Straße, alte Lagerhäuser, vom Regen ausgewaschene Fassaden. Die Ascots haben es geschafft. Sie sind heute in Liverpool beliebter als die Beatles. Wurde einmal von Sklavenhändlern laut. Die massiven Gewölbe, damit das Geschrei der Eingeschlossenen nicht auf die Straße dringen konnte, dienen auch heute noch dem beabsichtigten Zweck. Hier können sich die Beat Boys austoben. Was treibt die jungen Leute in die Keller? Colin Fletcher, früher selbst Beat Boy, heute Soziologiestudent, hat folgende Erklärung. Sie brauchen eine Höhle unter dem Erdboden. Das ist ein Platz, zu dem man gehen und sich verstecken kann, sich zurückziehen und trotzdem gesehen werden. Man kann sich im Schatten entspannen und beobachten. Dazu kommt diese aufregende Kelleratmosphäre und der große Lärm. Das gibt einem das Gefühl, komplett zu sein unter den anderen. Man geht da hinunter und vergisst vollständig, dass es eine Straße gibt. Es ist so, als ob man hinweggehoben und in diese Höhle abgesetzt wird. Man vergisst die Stufen. Dieser Big Noise, der große Lärm, macht erst die Beatmusik. Je mehr, desto besser. Mit Aufbietung aller physischen Kräfte hämmern sie ihren Rhythmus den willigen Zuhörern ein. Pausenlos wechseln die Bands im Keller. Die Ascots fahren ab, die Deans beginnen zu spielen. Die Musiker im Keller können es von ihren Zuhörern nicht leben. Sie leben aber durch ihre Zuhörer. Ihr Publikum sind die Fans zwischen 13 und 18. Sie zahlen 2 Schilling Eintritt. Diese Mädchen versäumen keinen Auftritt ihrer Idole. Sie fühlen sich von ihnen verstanden und angesprochen. Sie bestätigen sich gegenseitig. Es sind Lehrlinge, Verkäuferinnen, Büromädchen oder auch Schülerinnen. Das Bedürfnis, dem Unverständnis der Erwachsenen draußen zu entfliehen, treibt sie scharenweise in die Keller. Tina Lee, 16 Jahre alt, hier selbstsicher in der ersten Reihe, ist tagsüber Blumenverkäuferin bei Fishlock in der Elliott Street. Ich finde den Beat fabelhaft, meint Tina. Natürlich haben wir es gern, wenn Gruppen gut aussehen. Aber das Wichtigste ist doch der Beat-Sound, der Beat-Ton. Mädchen, die allein tanzen, hätte man vor 2 Jahren noch für verrückt gehalten. Sie selbst halten sich für völlig normal. Spielt das erotische Moment bei diesen Tänzen keine Rolle mehr? Colin Fletcher. So geantwortet: Heute im Beat ist der Sex genauso vorhanden, aber sehr auf die eigene Person beschränkt. Er ist Bewegung um der Bewegung willen.
Es ist jetzt viel einfacher, Beatmusik zu verstehen und zu tanzen, als die anderen Tänze, die man lernen musste. Jetzt braucht man niemanden, keinen Partner. Man ist zufrieden mit sich selbst. Selbst die 12-Jährigen sind schon der Beatmusik verfallen. Dass die Realms in der Cavern auftreten dürfen, verdanken sie nicht unbedingt ihrem Können, sondern ihrem Alter. Sie sind die jüngste Beat-Gruppe Liverpools. Für sie scheint das alles noch Gymnastik und Vorübung zu sein. Sie imitieren Beat mit Hilfe einer Schallplatte. Aber die effektvollen Gesten beherrschen sie schon gut. Samstagmorgen an der Ausfallstraße. Diese Anhalter gehören zum gewohnten Bild. Sie wollen ihre Idole zum Erfolg begleiten. Immer wieder versuchen einige Gruppen auf dieser Straße, die schnurgerade und breit Liverpool und London verbindet, ihr Glück zu finden. Aber immer wieder kommen sie zurück, ohne Erfolg. Über 100 Gruppen haben in den letzten Jahren die Stadt verlassen. Doch nur wenige haben es über Liverpool hinaus zu einem Namen gebracht. Der Trend gegen das Fortgehen, gegen den Größenwahn, ist stärker geworden. Manager und Eltern unterstützen den Trend. Macht Musik in Liverpool, sucht etwas Neues, der Beat kann ja nicht ewig leben. Man spürt, dass die Chance der Beatles nicht wiederholbar ist. Sie sind auf den Wogen des neuen Sounds, des neuen Tons hochgeschwemmt worden. Aber es nutzt sich ab. In Liverpool gelten die Beatles nicht mehr viel. Sie rangieren an letzter Stelle der Hitliste in Bob Boulers Agentur. Die Beatles haben die Sache verraten. Sie haben sich domestizieren lassen, spielen bei Hof und zum Gaudi der Bürger geworden. Sie treten auf wie dressierte Hündchen, so spottet man am Merseyfluss. In ihrer Musik ist nichts mehr spürbar vom Protest, von der Rebellion gegen die Erwachsenen. Also musizieren sie. Der billige Plastikball aus der Zeit der Beatle-Konjunktur macht nur den Kindern in den Slums noch Freude. Dennoch, für die Nachfolger der Beatles ist es unmöglich, deren Einfluss zu vermeiden. Überall, hier in Liverpool am meisten. Was wird folgen? Man experimentiert in Liverpool. Die einen geben einer neuen Version des Blues große Chancen, die anderen zählen auf eine zeitgemäße Wiedergut des walisischen und irischen Volksliedes. Denn immerhin, auch der Beat war nur möglich, weil er an eine Musiktradition anknüpfen konnte. Und wenn nach dem Beat nichts mehr kommt, was dann? Wie dann aus den Bands wieder Gangs, aus den Boys wieder Kriminelle? Sie werden sich etwas Neues einfallen lassen müssen,
die Rolling Stones, die Mercy Beats, die Kings, die Modjos, die Animals, die Deans, die Scribes, die Notions, die Clayton Squares und die vielen anderen.